Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Was mache ich jetzt eigentlich hier? Ah, alles klar, okay. Ich bin heute hier, um über Maverick zu reden. Maverick ist ein grün-weißes Kreaturen-Toolbox-Deck mit einer Menge cooler Sachen. Also ich spiele das Deck jetzt seit fast 2 Jahren und muss sagen, es macht sehr viel Spaß, sehr vielseitig. Ich zeige einfach mal die Kreaturen rein, fange an mit den Mana-Dudes, die da drin sind. Dabei haben wir einen Birds of Paradise und 4 Noble Hierarchs. Hier haben wir den Effekt Tabben für Grün-Weiß. Tabben für Grün-Weiß oder Blaues Mana mit Exalted. Exalted heißt, wenn die Kreatur alleine angreift, kriegt sie +1/+1. Dazu kommt eine Menge Death and Taxes Kreaturen, wie zum Beispiel die Mother of Runes. So, bei mir ist es der Father of Runes. Kleiner Witz am Rande. Hier ist die Aussage Kreatur tappen, Schutz vor einer Farbe geben. Ist aktuell bei Maverick in der Diskussion, sie zu spielen. Es gibt noch den Giver of Runes, der ist jetzt neu gekommen mit Modern Horizon. Kann ich auch kurz mal zeigen. Da ist das Gute, dass er einen 1-2er Buddy hat. Die Mutti hat nur den 1-1er Buddy, kann sich aber selbst beschützen. Das kann der Giver nicht. Der Giver kann dafür Schutz vor farblos geben. Das kann die Mutti nicht. Wenn jemand da irgendwie was zu sagen hat, kann er es gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin auf alle Fälle eher der Fan von der Mother of Runes. Jedem das seine. Muss ein bisschen getestet werden im aktuellen Meta. Bei Ren and Six und Black Engineer sehe ich tatsächlich den Giver auch stark, aber jedem das seine. Dann kommt der Stoneforge Mystic. Hier leider in Foil, weil ich mir die Karte von einem Bekannten geliehen habe. Meine sind bei einem Kumpel, der hatte die gebraucht. Der Stoneforge Mystic. Wenn er ins Spiel kommt, kann man sich eine Equipment-Karte aus seinem Deck suchen, sie auf die Hand nehmen. Und für ein weißes und Tabben kann man eine Equipment-Karte von seiner Hand ins Spiel bringen. Gehe ich kurz auf die Equipments noch ein, die man sucht, die man im Maverick sieht. Das ist in dem Fall die Umezawas Jitte. Bei der Jitte ist es so, wenn sie wenn die equippte Kreatur Schaden zufügt, werden 2 Counter auf die Jitte gelegt und man kann einen Counter entfernen, um der equippten Kreatur +2/+2 zu geben. Oder man kann 2 Leben gainen oder einer Kreatur -1/-1 geben. Super vielseitiges Equipment, kann man eine ganze Menge mit anstellen. Ich zeige es mal ein bisschen genauer. So, die Dinge mal dabei. Und das andere Equipment, was man sehr oft sieht, ist das Sword of Fire and Ice. Hier ist es, die equippte Kreatur kriegt +2/+2. Schutz vor Blau und vor Rot. Und wenn die equippte Kreatur einem Spieler, hier ist es nicht wie bei der Jitte, dass sie nur Schaden zufügen muss, hier muss sie einem Spieler Kampfschaden zufügen, darf man 2 Schaden schießen und darf 2 Karten ziehen. Vielseitig auf alle Fälle auch da. Gehen wir weiter mit den Kreaturen. Kommen wir zur absoluten Keykarte in Maverick. Das ist der Knight of the Reliquary. Der Knight of the Reliquary ist auch 4-mal vertreten. Hat ein 2-2er Buddy und bekommt für jedes Land im Friedhof +1/+1. Er hat die Fähigkeit, was ihn in dem Deck so gut macht, was auch diesen Toolbox-Aspekt von dem Deck so gut macht. Man kann ihn tappen, seine Bibliothek nach einer Landkarte durchsuchen und diese ins Spiel bringen. Wichtig ist halt hier, dass man ein Forest oder eine Plains opfert. Von der hat man aber einige Targets. So.
komme ich kurz zu Sorcery, um den Toolbox-Aspekt ein bisschen weiterzuführen. Das ist der Green Sun Zenith. Green Sun Zenith kostet ein grünes und X. Und das X heißt, wenn du das Wording ist, also durchsuche deine Bibliothek nach einer grünen Kreatur mit umgewandelten Mana-Kosten von X oder weniger und bringe sie ins Spiel. Danach wird der Green Sun Zenith wieder in dein Deck gemischt. Der wird viermal gespielt in dem Deck, da man sehr viele One-Offs spielt, auch Silver Bullets genannt, die man dadurch halt gezielt tutoren kann. Ist auch ein kleines Alter drauf, eine Freundin hat mir ein Puzzlemuster da drüber gemalt mit zwei fehlenden Teilen, weil man halt auch oft wichtige Pieces mit Green Sun Zenith sucht und findet. Legen wir mal dabei. Und jetzt kommen wir zu den ganzen Kreaturen, die einmal vertreten sind, je nach Lust und Laune auch zweimal. Tireless Tracker kostet 3 Mana, 3 2er Buddy. Wenn ein Land ins Spiel kommt, kriegt man einen Clue. Und immer wenn man einen Clue sackt, wird ein 1-1 Counter auf ihn gelegt. Gute Karte, wenn es ein bisschen grindigere Matchups sind. Auch gegen Decks, die keine Point Removal haben, wo er ein bisschen länger auf dem Board liegt, weil er einfach Value generiert. Man zieht viele Karten, er wächst. Ist nie verkehrt, die Karte auf alle Fälle. Ich spiele ihn gerne. Scavenging Ooze. 2 Mana, 2-2 Buddy. Grünes kann man eine Karte von dem Friedhof exilen. Und wenn man eine Kreatur exilt, kriegt man ein Leben und auf den Ooze kommt ein 1-1 Counter. Vielseitig einsetzbar gegen Snapcaster Mage, Reanimator, Storm. Auch immer nett, einen in der Hinterhand zu haben. Dann kommt der Ramunap Excavator. 2-3, 3 Mana. Du kannst Länder von deinem Friedhof spielen. Super Karte. Gerade auch im Maverick mit der Möglichkeit, über den Night die Länder zu tutoren. Du hast Wastelands, die ich nachher noch zeigen werde, wo du den Gegner in Wasteland Lock packen kannst. Sehr, sehr nice. So. Dann kommt der Gardok Teak. Der hat auch ein kleines Alter gesehen. Kostet ein weißes und ein grünes, 2-2er Buddy und ist halt mit die wichtigste Silver Bullet eigentlich in dem Deck. Er sagt, dass Nicht-Kreaturen-Zauber mit umgewandelten Mana-Kosten von 4 oder größer nicht mehr gespielt werden können und Non-Creature-Spells mit X können auch nicht mehr gespielt werden. Klar, man schaltet sich seinen eigenen Green Sun ab, aber wenn man sich den Gardok mit dem Green Sun holt, macht man das in der Regel, weil man weiß, der Gegner wird mehr von ihm beschäftigt, wie du dir selbst einen reindrückst, weil deine Green Suns nicht mehr funktionieren. Storm in der ersten Runde schiebt direkt zusammen, weil es nur über eine Karte gewinnt, die 4 Mana kostet. Sehr schön, auch gegen Mono Red Prison. Man schaltet die Planeswalker ab, ist auf alle Fälle sehr vielseitig einsetzbar. Was noch ist, die Triad Arbor, auch eigentlich immer vertreten. Es ist einfach nochmal ein bisschen Ramp, wie hier oben die netten Dudes. Man kann den Green Sun für ein grünes spielen, für X gleich 0. Holt sich die Triad mit raus, rampt sich ein bisschen. Ich lege es mal hier oben hin, auf alle Fälle sehr nett. Der Elfische Reclaimer ist auch einmal vertreten, gibt Listen, die spielen öfter. Ich habe ihn einmal drin, um zu testen. Kostet 1, 1, 2. Kriegt +2/+2. Wenn man 3 oder mehr Länder im Friedhof hat, geht eigentlich recht schnell und man hat die Möglichkeit für 2 und ihn tappen, ein Land opfern und seine Bibliothek nach einer Landkarte durchsuchen und sie getappt ins Spiel bringen. Das Problem ist, finde ich, bei ihm das getappt ins Spiel bringen, weil man nicht so flexibel ist wie mit dem Knight. Er kommt früher, er wird bei weitem nicht so groß wie der Knight. Und man kann nicht das Wasteland wichtig schnell suchen und nutzen in verschiedenen Matchups oder das Caracas. Was bei ihm gut ist, ist, dass man irgendein Land opfern kann. Man braucht nicht wie beim Knight einen Wald oder eine Plains. Aber es kommt halt getappt.
und es kostet einen 2 Mana und beim Knight kostet es einen nichts. Dann kommt der Knight of Autumn. 3 Mana, grün-weiß, colorless. 2-1er Buddy mit 3 Modis, wovon man sich eins aussuchen kann, wenn er ins Spiel kommt. Er kommt mit 2 plus 1 Marken rein. Man kann ein Artefakt oder eine Verzauberung zerstören oder 4 Leben gehen. Es ist je nach Matchup einfach ganz nett, so einen in der Bibliothek zu haben, um mit einem Green Sun sich die Möglichkeit offen zu halten. Zerstöre ich jetzt ein Artefakt oder eine Verzauberung, um den Gegner nach hinten zu werfen, hole ich mir vielleicht noch die 4 Leben oder nehme ich ihn einfach als 4-3er, um ein bisschen mehr Aggro zu machen. Dann haben wir noch den Sylvan Safekeeper. Wird einmal drin gespielt, dadurch, dass er auch einfach tutorbar ist, spiele ich ihn ganz gerne. Hat die Fähigkeit, ein Land zu opfern und einer Kreatur, die man kontrolliert, Shroud zu geben. Kann man ganz nette Interaktionen machen, wenn man zum Beispiel einen Knight of the Reliquary on Board hat, ihn droppt, angreift, 5 Länder vielleicht noch offen hat und der Gegner den Knight nicht blockt und man die Länder raussackt, um den Knight +5/+5 zu geben, dadurch, dass sie in den Friedhof wandern. Immer ein paar Kleinigkeiten, die an Bord mit dem Deck möglich sind, die man sehen sollte, die der Gegner oft nicht sieht, die auch dann mein Game entscheiden. So, als letztes One-Off und meine absolute Favorite-Karte in dem Deck. Das ist der Script Ranger. Hat auch ein nettes Alter gekriegt von einer Bekannten bei uns aus dem Store. Die nette Fee. Kostet 2 Mana, hat einen 1-1er Buddy. Flash. Schutz vor Blau. Fliegt. Und wichtig ist hier einfach erstmal das Flash. Und man kann einen Wald auf seine Hand zurücknehmen und eine Kreatur von sich enttappen. Das geht nur einmal pro Zug, aber es macht so Sachen möglich wie der Knight of the Reliquary. Man greift mit dem Knight an, der Gegner blockt, man spielt den Script Ranger drüber, bounce sich ein Land, enttappt den Knight und holt sich ein Fetchland zum Beispiel, also aktiviert den Knight, opfert einen Wald, holt sich ein Fetchland und fetcht, zack, der Knight kriegt wieder +2/+2, weil durch die Aktion 2 Länder in den Friedhof gehen. Oder, man holt sich ein Wasteland, wastelandet sich noch selbst, um den Knight sogar +3/+3 zu geben, um gerade wichtige Targets wie ein Chase wegzuräumen oder den Gegner zu kriegen mit Schaden, die direkt auf ihn gehen, weil er es nicht gesehen hat, oder. Super interaktiv das Ganze mit einer Menge Möglichkeiten, wenn man sie dann sieht. Dann haben wir noch, die haben wir noch an Kreaturen, wo ich eben schon ein bisschen von dem Death in Texas Plan im Deck erzählt habe mit Mother of Runes, Stoneforge, dürfen natürlich auch die Talias nicht fehlen. 2 Mana. 2-1 Erstschlag, Nicht-Kreaturen-Spells kosten 1 mehr. Bei dem Aufgebot an Kreaturen ist das vertretbar und gegen blaue Decks einfach super gut. Davon sind 4 vertreten, hat auch ein kleines Alter einen Schaumstofffinger gekriegt, der mich einfach auch immer mal wieder daran erinnern soll, hier so, hey, hast Mana mehr bezahlt? Das Erstschlag ist auch nicht verkehrt mit den Equipments vom Stoneforge. Das macht es noch ganz interessant. Aber sonst gibt es dazu gar nicht viel zu erzählen. Ist halt einfach ein netter Hate-Bier. Dann haben wir noch 2 andere. Das ist einmal die Sylvan Library als One-Off. Sylvan Library kostet ein grünes und 1 Enchantment.
die besagt, dass man in seinem Draw Step zwei extra Karten mit dazu zieht und für jede zusätzliche Karte, die man aufnimmt, kann man 4 Leben bezahlen und nimmt diese auf die Hand mit. Also für 4 Leben nehme ich 2 von den 3 Karten, die ich mir angucke, für 8 Leben nehme ich mir gerade alle 3. Ist super gut in Matchups gegen blaue Decks, gegen, also blau nicht direkt, klar blau auch, gegen UWX-Decks sehr gut. Wenn der Knight sehr groß ist, ein Sword to Plowshare sieht und du wieder 10, 15 Leben kriegst, die Library, die lässt dich dann nachziehen und du hast auch genug Leben, um sie effektiv zu nutzen. Gehe ich auch nicht mehr ohne aus dem Haus, muss ich sagen. Und die andere besagte Karte von gerade, das Swords to Plowshare. Ein grünes Instant, ein weißes Instant. Remove Target Creature from the game. Und der Kreaturencontroller kriegt Life in Höhe der Power von der Kreatur. Ist einfach die Antwort für gegnerische Kreaturen. Das Pendant dazu ist halt noch der Path to Exile, wo man einfach dem Gegner lieber das Leben gibt anstelle von dem Land, weil in dem Deck einfach Wastelands vertreten sind und man ihm lieber das Leben als das Land gibt. Gerade auch, weil die Knights werden so groß und man macht auch sehr schnell sehr viel Schaden. Kommen wir zu den Ländern. Darunter sind 7 Fetchlands, 4-mal die zerzauste Heide. Damit kann man sich einen Wald oder eine Ebenenkarte raussuchen. Die ist 4-mal vertreten. Ein Word in Catacombs und 2-mal Wooded Foothills. Hier habe ich persönlich jetzt nur darauf geachtet, viele spielen auch in Marshflats noch oder halt was Weißes noch fetcht, aber ich habe einfach darauf geachtet, dass alles grün fetchen kann, damit man eigentlich immer an die Dryad Arbor kommt. Die ist nämlich auch ein Forest und dadurch fetchbar, um so Sachen wie ein Liliana of the Whale Effekt oder ein Edikt oder sonst was, wo der Gegner einfach sagt, ich darf eine Kreatur opfern, wenn zum Beispiel der Knight auf dem Board liegt. So, fetch auf meine Dryad, dann opfer ich die halt. Dann spiele ich 3 Savannas. Das ist das weiß-grüne Duel. Man kann auch 2 spielen, dann spielt man Basic mehr, aber ich bin eigentlich mit den 3 Savannas immer ganz gut gefahren. Dann bei den Basics spiele ich 2 Wälder, eine Ebene. Man muss dazu sagen, die Basics, die ich hier spiele, darf man auf größeren Events nicht spielen. Die spiele ich so jetzt unter Freunden gerne mal oder bei uns auf dem FNM. Weil, wie ihr seht, es ist das gleiche Border, es ist das gleiche Bild. Nur der Unterschied ist, hier steht Wald. Hier steht Ebene und hier stocke ich halt mein Mana-Vorrat und meinen Wald auf, hier um eine Ebene. Aber ich muss dazu sagen, ich habe mich auch schon selbst damit in die Irre geführt. Es ist auch nicht immer so positiv. Dann haben wir die vorhin angesprochenen Wastelands 4-mal, wo auch noch mehr raus werden können, gerade durch einen Ramunap, der die immer wieder vom Friedhof holt. Auch in Kombination mit Talia sehr, sehr angenehm. Und als One-Offs einige Länder mit ganz netten Effekten. Wie zum Beispiel die Gaea's Cradle. Ist ein legendäres Land und ich kann es tappen und kriege einen Wald für jede Kreatur, die ich kontrolliere. Kann man sich gut mit hochrampen, um den Green Sun Zenith für 3 zu spielen, um sich den Knight zu holen oder eins von den Silver Bullets oder auch um Sword of Fire and Ice auszuspielen und direkt zu equippen. Sehr, sehr gute Karte, kann man wirklich viel mit anstellen.
die Horizon Canopy. Bezahle ein Leben, kann ich tabben, kriege ich einen Wald oder eine Ebene. Oder ich kann eins bezahlen, sie tabben und opfern, um eine Karte zu ziehen. Vielseitig einsetzbar, kann auch mal auf dem Board vom Gegner übersehen werden. Der Knight greift an, ich opfer die Canopy noch mit rein, um dem Knight nochmal zusätzlich Power zu geben, plus Card Draw, plus Ramona pullt sie wieder. Also es ist immer sehr, sehr viel möglich. Man sieht manchmal aufs Board bei dem Deck und denkt sich, okay, ich kann jetzt A, B, C, D, E machen und was ist der beste Weg, wie gehe ich ihn? Es ist ein sehr vielseitiges Deck, verzeiht eigentlich schon, wenn man den Weg B eingeschlagen hat und danach erst sieht, ach, andere Weg wäre besser gewesen. Aber zu oft sollte man es auch nicht herausfordern. Dann haben wir das Caracas. Kann man für eine Ebene tappen oder tappen und eine legendäre Kreatur auf die Hand ihres Besitzers zurückbringen. Klar, warum nicht für Marit Lage zum Beispiel, wenn der Gegner sie hat. Man kann seine Talia beschützen. Der Gardok ist legendär, den kann man beschützen. Und gegen Reanimator, gegen Shaumenteil. Also es gibt schon einige Decks, wo es einfach als One-Off sehr gut ist. Und die letzten beiden Karten sind Tespin Stage und Dark Depths. Fange ich mit den Dark Depths an. Das ist noch eine Kombo, die ich hier mit drin spiele, die mir ganz gut gefällt. Ich habe sie auch lange Zeit nicht gespielt. Das ist bei dem Deck. Man hat ganz viele Möglichkeiten, unterschiedliche Techniken mit reinzunehmen, andere Silver Bullets spielen. Bei der Combo ist es, das Dark Depths ist ein legendäres Land. Kann man für nichts tappen. Es kommt mit 10 Ice-Countern rein. Und man kann 3 bezahlen, einen Ice-Counter entfernen. Und sobald keine Ice-Counter mehr auf dem Land sind, wird es geopfert und man bekommt einen 20-20 schwarzen Avatar-Spielstein. Mit fliegend. Und Indestructible, der sieht dann so aus. Auch ein netter. Und das Ganze beschleunigt man einfach mit der Tespin Stage. Hier ist es so, man bezahlt 2 Mana, tappt die Stage, kopiert ein Land. Man kopiert das Dark Depths. Das Dark Depths ist ein legendäres Land, das heißt, man hat die Legendary Rule, man muss das mit den Countern opfern. Die Tespin Stage kommt als Dark Depths ins Spiel, hat keine Counter, wird geopfert und man bekommt den netten. Das Ganze lässt sich sehr schön mit den Knights am Ende vom Gegnerzug machen oder mit dem Reclaimer auch, wenn man die Dark Depths sucht, wenn die Stage auf dem Board liegt. Der Reclaimer kann leider, klar, er kann die Stage bringen, aber es bringt wenig, weil, wie gesagt, es kommt getappt ins Spiel. So viel zum Main Deck. Jetzt schauen wir noch kurz ins Sideboard und das Sideboard beinhaltet bei mir einen Collector Oath. 2 Mana, 2/2. Activated Abilities of Artifacts can't be activated. Quasi Null Rod als Tutor-Target. Habt ihr eben gesehen, mit Green Sun Zenith komme ich an meine grünen Kreaturen und dadurch ist so ein One-Off im Sideboard Gold wert. Er nimmt einfach nicht viel Platz weg, es ist nur eine Karte und man kann ihn mit 4 Green Suns einfach auf 5 aufstocken und das macht ihn einfach sehr, sehr gut. Gehen wir weiter zu unserem Destin Texas Plan, der halt auch in diesem Deck gespielt wird, mit den Talias schon zum Sanctum Prelate. 2 weiße, 1. Wenn er ins Spiel kommt, bestimme ich eine Nummer und Nicht-Kreaturen-Zauber mit umgewandelten Mana-Kosten der besagten Nummer können nicht gecastet werden. Sie können nicht gecastet werden. Es ist auch nicht wie bei Chalice, dass sie gecountert werden, dass man sagt, okay, wurde zwar 2 gesagt, ich habe mal Probe Decay steht drauf, kann nicht gecountert werden. Machen wir den weg und haben Ruhe. Nein, es darf nicht gespielt werden. Davon sind 2 vertreten.
In der Regel legt man ihn auf 1, um blaue Decks einfach nach hinten zu werfen, weil sie haben keinen Brainstorm, keinen Ponder und. Wenn der zweite kommt und der auf 2 liegt, ist das meistens schon GG. Leider weiß, leider nicht Tutorbar, daher auch in doppelter Ausführung. Dann kommt Council's Judgment. Kostet auch 2 Weiß und 1. Hexerei. Und sagt, wenn es gespielt wird, wird gevotet für ein Nichtland permanent, was ich nicht kontrolliere. Und das mit den meisten Votes wird exiled. Kommt aus Conspiracy, deswegen auch dieses komische mit Voten und so weiter und so fort. Beantwortet halt im Legacy eine ganze Menge Karten. Das beantwortet den netten, wenn man die Möglichkeit hat, weil Sorcery leider kein Instant Speed. Es beantwortet Planeswalker, True Name Nemesis. Ja, vielseitig einsetzbar auf alle Fälle. Ein bisschen runter hier so. Kommen wir zu einer meiner liebsten Karten, da ich kein Fan von Blauspielern bin. Choke. Enchantment für ein grünes und 2. Und besagt, Inseln enttappen nicht in der Enttappphase ihres Beherrschers. Und weil ich Blauspieler ganz doll mag, habe ich davon nicht eine, nicht zwei, sondern 3 im Sideboard. Schönen Gruß an Freddy, einer unserer Blauspieler bei uns im Store. Der freut sich auch immer, wenn er sie spielt, aber kommen wir zur nächsten Dessen Texas-Karte tatsächlich. Das ist der Aetherswarm-Kanonist. Ist auch 2-mal im Sideboard vertreten, besagt, also für ein weißes und 1, 2-2 Buddy, besagt, dass jeder Spieler nur einen Nicht-Artefakt-Spell pro Zug spielen kann. Klar, auf alle Fälle gut gegen blaue Decks, die sich viel durchziehen, gegen die Mentor-Geschichten. Aber auch Storm ist aktuell ein Deck und super gegen Storm. Der ist 2-mal vertreten. Dann noch der Buyukabog. Ist ein Land, kommt getappt ins Spiel. Wenn er ins Spiel kommt, werden von einem Friedhof meiner Wahl alle Karten exiled und danach kann ich ihn für den Sumpf tappen. Wichtig ist hier durch den Knight tutorbar und ich kann einen Friedhof komplett von Karten befreien. Gegen so Sachen wie Dredge, gegen Sachen wie Reanimator und. Superkarte. Und wenn man mal einen Spot noch frei hat beim Boarden, nimmt man ihn auch gegen 6 mit, die Snapcaster spielen oder ein bisschen mehr mit dem Friedhof interagieren über Tarmogoyfs und so weiter und so fort. Die Surgical Extraction. 2-mal drin. Instant für ein phyrexianisches oder ein schwarzes. Da wählt man die eine Karte im Friedhof, eine nicht Basic Land Karte ist wichtig, und durchsucht den Friedhof und die Hand des Gegners und exilt alle Karten. Der Gegner mischt dann danach. Superkarte gegen Reanimator, wie ich eben schon erwähnt habe. Gleich wie beim Buyukabog. Ist noch ein bisschen vielseitiger einsetzbar, weil sie einfach gezielt auch Combo-Pieces rausnehmen kann. Das Combo-Piece muss im Friedhof sein, was es ein bisschen schwieriger macht, weil man selbst kein Discard spielt. Aber ja, vielseitig einsetzbar und die 2 im Sideboard kann man eigentlich auch oft gebrauchen. Dann ist noch ein Path to Exile drin gegen Decks wie zum Beispiel Turbo Depths, die gezielt den Netten wieder ins Spiel schummeln, das alles sehr früh. Dem Gegner möchte man nicht unbedingt die 20 Leben geben durch das Schwert, dann nimmt man lieber das Basic, aber auch gegen Mentorlisten, wo der Point Removal einfach, der 5. Point Removal einfach ganz gut ist, weil das gegnerische Deck sehr Kreaturen-heavy ist, kann man den sich eigentlich auch hin und wieder mal mit ins Deck nehmen, nach dem Boarden. Und die letzte ist ein Whale of Summer. Hier ist auch Storm eine Superkarte, also gegen Storm eine Superkarte. Gegen Discard sehr gut. Wir haben bei uns im Laden einen Pox-Spieler, der
gerne mal den Discard spielt. Die Hymn to Turak, man spielt 12 of Summer drüber, muss nicht discarden, weil man Hexproof kriegt, er verliert eine Handkarte, man zieht noch nach. Das ist schon für Pox ein herber Rückschlag tatsächlich und ja. Im Zweifelsfall cycelt man sie. So viel zum Sideboard. Zum Main Deck habe ich auch schon alles gesagt. Damit würde ich mal sagen, ich bin raus.